Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es war einer dieser perfekten Tage. Das Wetter war endlich wieder schön. Steves Fuß hat wieder funktioniert und wir konnten nach so einer langen Zeit endlich mal wieder zusammen aufs Bike und auf die Trails starten. Doch was wir dann leider auf den Trails vorgefunden haben, war einfach gar nicht so schön. Einer unserer Homespots, den wir einfach so oft befahren haben und wo wir angefangen haben zu biken, sah auf einmal komplett anders aus. Aber seht selbst in diesem Video. Der Tag fing an wie jeder andere Biketrip auch. Natürlich erstmal mit Uphill fahren. Und ich fand das Ganze gar nicht mal so schlimm, weil ich war die letzten Wochen viel mit dem E-Bike unterwegs und lange nicht mehr auf dem Torque. Deswegen war es eine schöne Abwechslung, mal wieder bergauf selbst zu strampeln. Doch dann sahen wir auch schon das erste Übel. Direkt nach dem ersten Uphill sahen wir das hier. Ein Riesenhaufen gefällter Bäume. Und das waren unsere Hometrails, und ihr seht ja selbst den Boden, der war auch nicht mehr wirklich gut in Schuss hier auf den Waldwegen durch die Fahrzeuge, die dafür verantwortlich waren, dass der Wald hier abgeholzt wurde. Leider war das nicht der einzige Trail, der in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sondern noch ein ganzes Stückchen andere Trails. Also sind wir jeden einzelnen Trail abgefahren, um irgendeinen zu finden, der noch existiert. Und mir ist da einer eingefallen, der ja schon drumherum eigentlich ziemlich viel abgeholzt war. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es den noch ganz normal gibt wie vorher. Und zum Glück lag ich tatsächlich richtig, denn dieser Trail existierte noch und wir konnten zumindest einen fahren. Nachdem ich allerdings auf dieser Abfahrt mal wieder die Blickführung verkackt hatte und schon wieder die Kurve nicht so fahren konnte, wie ich sie eigentlich gerne gefahren hätte, musste ich unbedingt nochmal hochtrampeln. Auch wenn der Uphill in keinem guten Verhältnis steht zum Downhill, wollte ich unbedingt nochmal hoch. Und gesagt, getan, noch einmal hochgestrampelt und bis dato dann die beste Abfahrt auf diesem Trail überhaupt gefahren. Es gab da allerdings noch ein paar Trails auf der Liste, die möglicherweise noch befahrbar gewesen sind. Deswegen sind wir weiter hoch, um noch die restlichen Trails abzuchecken. Ob sich halt dieser Spot noch überhaupt irgendwie lohnt, das muss halt jeder für sich selber irgendwie entscheiden, ob sich lohnt, für wirklich drei, vier Trails nur hier hinzufahren. Wer fährt denn jetzt zuerst? Ja, du.
Ne, du. Ich? Ja. Okay. Aber schießt du sofort hinterher, wenn du dich maulst, dann maulen wir uns beide. Ja, wie sagen die Bad Boys? We stay together? Ach, keine Ahnung. Das fängt ja schon gut an. Alter, das ist aber auch neu hier irgendwie. Einer der letzten Trails war auch ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings war er irgendwie noch befahrbar, da manche Teile dann doch irgendwie nicht so ganz abgeholzt worden sind. Allerdings war es dann mit einem Stopp verbunden in der Mitte. Aber nicht so schlimm. Immerhin eine letzte Abfahrt noch, die wir an dem Tag fahren konnten, denn sonst war wirklich nicht mehr viel los hier. Ich hasse sowas hier anfahren. Easy richtigen Gang gehabt. Easy den richtigen Gang gehabt. Falschen Gang gehabt. Auch wenn der Tag nicht besonders erfolgreich war, was Trails angeht, immerhin konnte der Steve wieder auf dem Rad stehen mit seinem Fuß. Und das war immerhin auch schon ein bisschen was wert, denn ich bin so lange nicht mehr mit ihm Fahrrad gefahren und war immer irgendwie mit anderen Leuten unterwegs, was nicht schlecht ist, aber da ich mit dem Steve zusammen angefangen habe zu fahren, ist das einfach immer noch so, ja, fühlt sich irgendwie an wie zu Hause sein. Alles in allem war es auch ein schöner Tag, auch wegen der Sonne und dem schönen Wetter und den nicht ganz so zugeschlammten Trails. Aber irgendwie ist es doch ganz schön krass zu sehen und es hat mich irgendwie auch ein gutes Stück traurig gemacht, die Trails so zu sehen bzw. nicht mehr zu sehen. Und irgendwie auch traurig, dass die Natur einfach so platt gemacht wird. Es hat mit Sicherheit irgendwie seine Gründe, aber traurig gemacht hat es mich dennoch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.